machen wir mal Wortwolken, Wörterwolken, Wordclouds. Das Ganze gibt es wohl auch mit Vernesteln und Dings da hier im Cyril-Studio. Ist mir aber ein bisschen umständlich gewesen. Ihr wisst, bei mir muss es schnell gehen. Ich mag dieses ganze Gefuddel nicht. Ich habe mir jetzt den Schmetterling hier mal geöffnet. Der ist aus meiner Bibliothek, dieser Butterfly. Den habe ich mir auf meiner Festplatte gespeichert als Schmetterling. Er hat mir gesagt, dass er es als Strichelchen speichern wird, aber das war meinem Word Cloud Maker interessanterweise total wurscht. Das heißt, ihr könnt auch sowas nehmen. Wenn ihr natürlich die SVG-Dateien habt, ist es noch besser. Oder ihr erstellt euch einfach was Eigenes. Hier in Tannenbaum und macht dann Weihnachten oder ne, was auch immer. Da könnt ihr euch total austoben. Ich habe jetzt einfach mal nur nach einem Beispiel gesucht. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Buchstaben nehmen, na, und den großziehen und dann als SVG auf eurem Rechner speichern. Das ist wichtig. Ihr müsst es auf eurem Rechner speichern. Ich habe das Ganze auf meinem Rechner gespeichert. Ihr seht es hier als Schmetterling in meinem zweiten, auf meinem zweiten Bildschirm. Wenn ihr das nebendran legt, ist auch wurscht. So, jetzt gehen wir in worldcloudmaker.com. Na, ist nichts Großes, gibt nicht 100.000 Schriften, wäre mir aber eh zu blöde. Wartet mal, warum ist denn doch passt. Na, World Cloud Maker, hier könnt ihr das, na, hier seht ihr den Namen, dann gibt es die Größe der Schriften. Mir ist es zu klein, die kleinste Größe ist mir zu klein, das wird zu futzelig. Dann könnt ihr hier eben noch verschiedene Sachen einstellen. Wollt ihr es hoch, rechts, links, das machen wir aber erst, wenn wir es hochgeladen haben. Hier unten gibt es verschiedene Sachen, die schon vorgegeben sind, falls ihr die möchtet. Ich möchte sie nicht, ich möchte was Eigenes haben. Ich gehe hier jetzt auf Upload, gehe auf Downloads und hier irgendwo wird doch wohl mein Schmetterling dann sein. Hier ist er. So, da ist er drin. Die Wörter, die hier drin erscheinen, sind die Wörter, die hier unten stehen. Ich schreibe jetzt Familie, Garten, Liebe, Glück. Was könnte ich noch schreiben? Ruhe. Obwohl das eigentlich Käse ist, aber gut. 110 sagt hier gleich, bitte, bitte Vorsicht. Das Ganze muss ja auch noch irgendwie in diese Wörterwolke passen. Ich gehe jetzt mal auf Generate. Das sagt es immer noch ein bisschen groß. Da spielt ihr einfach rum. Na? Da seht ihr das so. Jetzt gehen wir aber von den Schriften her ein bisschen runter von der Größe. Das sind unsere Schriftgrößen, die wir eben auch kennen. Runter, da könnt ihr jetzt echt rumspielen. Na, und schon fängt das Ganze an, ein bisschen einen Guck zu kriegen. Bei Familie gehen wir noch ein bisschen runter, sonst wird es nämlich wirklich so. Guckt mal. Und schon fängt es an, sich hier so reinzusetzen. Ihr dürft eins nicht vergessen, das Ganze dürft ihr nachher noch schön aus, könntet ihr noch auseinanderziehen. Ich mache es noch ein bisschen kleiner. Ihr könnt es ja dann von der Größe her schaut und schon wird es immer mehr. Je nachdem, wie ich es anordne oder nicht. Oder wie ich eben sage, was er für Größen nehmen soll oder nicht. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel euer Hauptwort wählen. Wenn ihr sagt, Garten muss das Größte sein, dann müsst ihr hier eben auch die größte Schrift angeben. So, jetzt gehe ich nochmal auf Generieren. Und jetzt seht ihr schon, es wird immer mehr. Dann könnt ihr sagen, okay, es darf sich aber Familie auch wiederholen. Das Wort Ruhe dürfte sich nicht wiederholen. Dann müsst ihr es Repeat, heißt eben, es darf mehrfach da sein. Und schon wird das Ganze richtig schön. So, jetzt gehen wir mal auf Download. Ich möchte es als Vektor und dann erscheint es hier unten. Ne? Seht ihr da? So, jetzt gehe ich, schiebe ich das mal raus, mach meine hier auf und schiebe mir das SVG hier her. So, mach das schwarz, dass ihr es besser sehen könnt. Und schon habe ich eine Wolke. Ich muss natürlich noch in die gleiche Größe ziehen, dass es wieder in mein Schmetterling reinpasst. Und das Schöne daran ist, ihr seht, das sind lauter einzelne Wörter. Ja, das ist also nicht so, dass das Ganze jetzt hier irgendwie zusammengetackert ist, sondern ihr könnt sagen, okay gut, das Glück möchte ich vielleicht doch ein bisschen lieber in die Mitte. Das heißt, ihr könnt hier noch spielen, ihr könnt es hier noch größer und kleiner machen. Wenn euch das so nicht gefällt, wenn ihr sagt, oh, da ist mir zu viel Ruhe, da ist mir zu viel Glück, könnt ihr hier noch rumspielen und könnt das Ganze für euch anpassen. Oder wenn ihr sagt, oh, das Garten klebt mir zu sehr da unten dran, na, könnt ihr das noch ändern.
Oder hier oben wollt ihr dann vielleicht doch noch irgendwas haben. Könnt ihr eben noch mehr hinzufügen. Wir gehen jetzt aber nochmal zurück in das Wortwolkengeschichten-Dings. Weil ihr könnt es natürlich dann auch variabel anordnen. Ihr könnt sagen, es darf sein, wie es will. Na, seht ihr ganz durch random, ist wild, durcheinander. Ihr könnt sagen, ich will es nur vertikal. Ihr könnt sagen, ich will es nur horizontal. Das ist euch total selbst überlassen. Und da könnten wir jetzt sagen, okay, gut, wir wollen das Wort Familie nicht wiederholt haben. Das heißt, das Wort Familie darf nur einmal stehen. Jetzt gehen wir auf Generieren und dann werden wir das Wort Familie auch nur einmal finden. Da könnt ihr, wie gesagt, einfach sagen, ah gut, es ist vielleicht doch ein bisschen, na, ein soll größer stehen, ein soll kleiner stehen. Also, einen Moment. Familientalk beendet. Also ihr seht, hier könnt ihr total rumspielen. Wir können uns den Spaß machen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz zurück hierhin. Also da ist jetzt meine Wörterwolke im Schmetterling. Die habe ich mir auch ähnlich erstellt. Aber na, dadurch, dass ich das schon gemacht habe, ich würde gerne mal was ausprobieren. Ich mache mir hier jetzt meine 40. Mache mir eine schöne große 40. Nehmen wir mal raus. Gehen wir auf ein neues Blatt. Größe. So, nehmen wir mal die 40. So, jetzt nehmen wir mal die Gruppierung raus. Ich will einfach mal was ausprobieren, ne? Weil ich werde ja 40 im Juli. So, jetzt verschweiße ich das Ganze. Wo bist du, wo bist du, wo bist du? So. So, wichtig ist, wenn ihr die Shapes hochladet, also diese Umrisse, dass die gefüllt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn die nicht gefüllt sind, dann funktioniert es nicht. Also, färbt euch die 40 ein oder die, was auch immer ihr habt. Irgendwelche Umrisse, Herzen, Sterne, Schildkröten, Klopapier, was auch immer. Es muss bunt gefüllt sein. So, jetzt gehen wir hier auf den World Crowd Maker. Gehen hier auf Upload. Suchen die Eva 40. Und schon geht's los. Und da können wir jetzt wild wieder hineinschreiben. Na, lass mal das noch ein bisschen größer machen. Dass wir hier schon mal ein bisschen rumspielen, dass die mit den Größen, da schreiben wir jetzt rein. Eva. Eva darf sich nicht wiederholen. Dann schreiben wir hin. Feiern. Dann schreiben wir rein. Geburtstag. Liebe und Glück. Das darf sich alles wiederholen und wir machen natürlich alles wieder kleiner. Das habt ihr ja mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass man da gucken muss, dass sonst einfach die Wörter nicht mehr reinpassen. Wir ziehen sie ja sowieso wieder groß. Glück machen wir mit 40, gehen wir wieder auf Generieren und es geht los. Da können wir aber dann sagen, okay gut, er darf auch ein paar kleine Sachen machen. Und schon wird das Ganze hier wieder schön ausgefüllt. Also da könnt ihr hier oben einfach spielen. Eva ist einmal, vielleicht sagen wir, okay, gut, er darf Eva vielleicht doch wiederholen. Na, und schon steht es Eva mehrfach da. Wenn ich jetzt sage, ich möchte das als JPEG haben, ne, dann kann ich das natürlich auch als JPEG speichern, aber ich mache mir dann natürlich einen Download als Vektordatei. Hier unten erscheint sie wieder. Ich schiebe mir diese Vektordatei hier jetzt zurück, mach es mir schwarz. Ihr könnt es natürlich auch nicht so machen wie ich. Ich hatte es ja dann negativ entgittert. Also beziehungsweise hier raus entgittert. Da machen wir das jetzt mal gelb, dann könnt ihr es vielleicht ein bisschen besser sehen. Müsst ihr halt die Größen jetzt wieder anpassen, dass es passt. So. Und könnt natürlich jetzt sagen, okay, gut, das muss wieder ein bisschen verschoben werden. Ich habe jetzt so die Größen nicht richtig angepasst. Aber ihr seht, was ich euch damit zeigen möchte, ist einfach, dass so ein Generator total witzig ist. Ihr könnt natürlich, gehen wir hier nochmal zurück. Ich zeige es euch nochmal. Ihr könnt aus verschiedenen Schriftarten wählen. Ich habe jetzt Carbon genommen. Es gibt verschiedene. Na, es gibt Schreibschriften. Ihr könnt auch verschiedene bunte Sachen nehmen, wenn ihr jetzt ein JPEG machen wollt. Aber was ist mir ja total wurscht, weil ich möchte ja, guckt mal, das zum Beispiel, das sieht so süß aus. Jetzt gehen wir doch nochmal PNG zum Beispiel hier. Na, bei bunt macht er es jetzt nur als PNG. Schaut mal, wie schön.
Wenn ich jetzt aber sage, keine Farbe, dann kommt es. Genau, ohne Farbe kommt es dann auch so. Ihr seht, es ist jetzt nur der Umriss. Da kann ich mir jetzt sagen, okay, gut, ich nehme mir meine 40. So, schon ist er wieder da. Steuerung C, Steuerung V in den Hintergrund. Jetzt habe ich wieder länger mit euch gebastelt, als ich eigentlich wollte. So. Wie gesagt, es ist noch ein bisschen zu groß. Da haben wir es. Steuerung C, Steuerung V. Das wollte ich nicht. Ich wollte den Hintergrund. In den Hintergrund. Größe wieder ein bisschen anpassen. Genau, gleich. Schaut. Na, habt ihr hier, ist es im Endeffekt ein JPEG. Und da ist es zum Schneiden. Dann nehmen wir das hier mal raus. Steuerung X, Steuerung V. Oh, jetzt schon wieder drauf gedrückt. Hier. Und das Ganze könntet ihr jetzt vergrößern. Wir machen jetzt mal A4. Weil wenn ihr es in A4 Größe macht, kann man es auch super schneiden. Und ihr seht, es ist eine Schneidedatei. So, jetzt haben wir wieder ewig rumgebastelt. Ich wollte euch ja eigentlich nur meinen Schmetterling hier zeigen, den ich gemacht habe. Hier als Teil 2 zu dem Glasbaustein. Ich hänge euch jetzt einfach nur noch ein Bild dran von meinem fertigen Schmetterling. Aber ihr seht, mit diesem World Cloud Maker kann man unheimlich viele lustige Sachen machen. Ihr könnt aus verschiedenen Ansichten wählen. Ihr könnt verschiedene Shapes hochladen. Ihr könnt dann noch sagen, wie es anordnen soll, ne? Also verschiedene Schriftarten. Das ist jetzt wirklich was, wo ihr euch austoben könnt, wie ihr wollt. Ihr könnt sagen, ein bestimmtes Wort soll sich niemals wiederholen. Dann geht er auf Generate. Generate ist einfach nochmal das Ganze. Hier könnt ihr mit Schriftgrößen spielen, dass ihr sagt, okay, gut, ich will nicht, dass es viel zu klein ist und. Also ihr seht, es verteilt sich immer wieder, wenn ich jetzt hier wieder runtergehe und sage, na, nochmal neu, verteilt sich das wieder neu. Also es macht einen riesen Spaß, sich da auszutoben. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Verabschiede mich jetzt in den Pfingstmontag wieder und hänge euch, wie gesagt, Bilder an von meinem Schmetterling, der jetzt bei mir im Garten steht. Ich würde mich freuen auf ein paar Beispiele von euch und wünsche euch einen wunderschönen Pfingstmontag. Die Eva.